Jetzt. Ja. So, liebe Freunde, hallo. Willkommen. Hallo, willkommen. So, wir werden jetzt dann natürlich bald mal loslegen. Heute ist der Elvis da und der hat uns einiges zu sagen. Und das wird er jetzt auch machen. Ja, der Elvis. Ja. Ja, hallo Salzburg, hallo korruptes und vertrotteltes Österreich. Wir haben heute den 30. und zwar des Monats April. Das heißt, wir haben nicht nur Walpurgis, sondern wir gedenken heute theoretisch auch zum 85. Mal. Und es hat dazu eine Veranstaltung gegeben beim Denkmal der Bücherverbrennung in Salzburg. Ihr wisst schon, es gab mal dunkle Zeiten, da wurden Menschen, die anderer Meinung waren, verfolgt. Da wurden Menschen, die nicht dem guten Teil der Bevölkerung angehört haben, verfolgt. Und man musste einen Pass zeigen, um die Reinheit des Blutes zu beweisen. Damals hat man sich geschworen, man arbeitet das auf und man will nie wieder vergessen. Heute war da drüben eine kleine Gedenkveranstaltung, in der man sich natürlich in diesem Sinne des Niemals vergessen erdreistet hat, den Widerstand zu loben, aber gleich zu sagen, dass man die Querdenker da natürlich nicht mit einschließt. Ja, es hat sich also mit dem Niemals vergessen wenig geändert. Aber es ist ja heute auch der Sonntag nach der Wahl. Letztes Wochenende durfte der österreichische mündige Bürger sein Kreuzchen machen und er durfte damit einmal mehr seine Stimme abgeben. Und immerhin gut drei Viertel der hiesigen Bevölkerung, die wahlberechtigt ist, hat das auch getan. Das andere Viertel hat gleich mal beschlossen, Demokratie geht mir nichts an. Ja, gut, die gewählt haben, haben in Salzburg, dieser schönen, teuren Stadt, diesem schnöseligen Kleinod von Kultur gewählt. Man möge es kaum glauben, mit über 20% die Kommunistische Partei Österreichs. Ich erwähne das nochmal. Wir reden da von einer KP. Eine KP haben wir in China, eine KP haben wir in Nordkorea und der Kommunismus hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Bis in die späten 80er, 90er hatten wir einen eisernen Vorhang, der uns vor dem bösen kommunistischen System geschützt hat. Ich erinnere, wir führen heute noch, weil wir gute Menschen sind, politisch Waffen gegen Putin, weil er ja der Böse ist und Waffen, die ja so gut für den Frieden sind. Deswegen ist kürzlich auch der 14. Monat dieses Militärkonflikts relativ unbehelligt vonstatten gegangen, macht aber nichts. Ist ja auch euer EU-Geld. Egal. Jedenfalls, wir haben einer KP Stimmen gegeben. Einer KP, die im Gedenken an Stalin, an Pol Pot, Mao Zedong und andere Sympathieträger immer noch den Namen Kommunistische Partei trägt. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn man in Österreich eine NSAP gegründet hätte. Man hätte noch nicht mal ausziehen können, um die Unterstützungserklärungen zu holen, weil man wäre vorher gekreuzigt, gesteinigt und gehäutet oder vielleicht aktuell mit der Machete von den Gliedmaßen befreit worden. Sei es wie es sei, mit einer kommunistischen Partei hat man in diesem Land kein Problem. Ich gehe für Meinungsfreiheit und für Demokratie auf die Straße. Das heißt, ich respektiere die Wahl des Bürgers. Ich stelle allerdings fest, dass es mir zu denken gibt, wenn jene, die Protestwähler waren und mit dem bisherigen totalitären System einer ÖVP, also einer, es gilt natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung, österreichischen Verbrecherpartei nicht d'accord gegangen sind, als Alternative dann ein anderes totalitäres System, nämlich ein kommunistisches wählen. Das ist schon spannend. So wie es ausschaut, braucht der Österreicher Führung. So wie es ausschaut, braucht der Österreich jemanden, der ihm sagt, wo es lang geht. Schade eigentlich, wo wir doch heute einen Tag feiern, wo wir niemals vergessen wollten. Naja, egal. Wir stehen hier am Mozartplatz. Hier wurde vor, ich hätte mal gesagt, 13 Monaten der Max, ein unbescholtener Bürger mit
Entschuldigung, ob der Formulierung, ich hoffe, der überteuerte Kaffee schmeckt trotzdem, mit nacktem Arsch von der Exekutive über den Platz geschleift. Da drüben neben dem Denkmal der Bücherverbrennung wurde der Darian von drei Beamten am Boden niedergedrückt, dass er verletzt wurde dabei. Ja, macht ja nichts. Das Schöne ist, wir werden niemals vergessen. Und wenn wir den Widerstand gedenken, so wie das heute passiert ist, dann sind die Querdenker natürlich kein Widerstand. Nur weil sie auf die Straße gehen, um die Grund- und Freiheitsrechte zu verteidigen. Macht ja nichts. Also, Salzburg hat gewählt, es ist ja schön. Aber man muss ja natürlich nicht nur darüber sprechen, es ist ja auch nur ein solches Wahlergebnis möglich gewesen, weil die wirklichen Alternativparteien, nämlich wir sind Salzburg, und die MFG von der Medienlandschaft in dieser verbenedeiten Republik, dieser Wahldemokratie, nicht mal mehr ausreichend genannt wurden. Ja, dann bleibt halt quasi als Alternative nur die bekannte KPÖ. Ist halt so. Mein Gott, Mann. Sei es wie es sei, ich habe gerade vorhin den Darian erwähnt. Viele, die hier mitspazieren, werden den Darian noch kennen. Der Darian ist ein Mann des Widerstands der ersten Stunde und wurde am 3. Jänner. Am 2. Jänner 2022, also auch vor ungefähr 13 Monaten, festgenommen, ins Kriminalreferat verbracht, dort wieder freigelassen und hatte jetzt letzten Mittwoch seine Verhandlung. Die ist nicht ganz konform der Grundrechtscharta der Menschenrechte der Europäischen Union abgelaufen, die in Artikel 48.1 ganz klar feststellt, dass ein Beschuldigter so lange unschuldig ist, bis seine Schuld rechtmäßig erwiesen ist. Man hat da Beweismaterial nicht zugelassen, man hat Zeugenaussagen verkürzt, weil die subjektive Meinung des Zeugen nicht von Relevanz war und dergleichen. Der Darian wird, weil er ein Kämpfer ist und weil man sich diesem System entgegenstellen muss, jetzt eine Berufung eingeben und ich habe einen Klingelbeutel mit und ich mache das, was wir beim Roman schon machten, einen weiteren Opfer dieses Systems. Ich werde um Spenden sammeln. Es gibt auch ein Konto, der Roman hat dazu schon ein Video gemacht. Wir werden allerdings noch ein etwas kürzeres machen, das die nächsten Tage online geht. Also einmal mehr dranbleiben, bei Krypto.tv reinschauen und dann bitte zahlreich unterstützen. Denn wenn man auf die Straße geht für Meinungsfreiheit mit dem Slogan Friede, Freiheit und Solidarität, dann ist diese Solidarität jetzt gefordert. Nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern auch mit einem kleinen Obolus, damit der Darian seine gestiegenen Rechtsanwaltskosten, etwaige Strafkosten, weil man hat ja nicht die Garantie, dass man mit einem guten Anwalt deswegen auch Recht bekommt in diesem Land, zahlen kann. Ich danke dafür. Und alle, die sich übrigens gefragt haben, warum die Medien, unsere Parteien, nämlich wir, sind Salzburg und die MFG, gar nicht so unbedingt erwähnt haben, die hatten, wie zum Beispiel der Standard, den großen politischen Auftrag dafür zu sorgen, dass es Aufklärungsarbeit bedarf, weil es gab in einem österreichischen Möbelhaus einen Skandal. Da wurden Eiernockerl auf die Speisekarte gesetzt. Während also in Wien Bürger zerstückelt werden mit der Machete, während quasi eine Energiewende stattfindet, während wir weiterhin Waffen für Krieg liefern, während wir weiterhin Grund- und Freiheitsrechte nicht so umsetzen, wie es eigentlich laut der Verfassung gedacht ist, hat sich der Standard, stellvertretend für viele andere Systemmedien, in diesen harten Zeiten erdreistet, einen Bericht darüber zu schreiben, was seine ungarische Küchenhilfe in einem Möbelhaus tatsächlich Eiernockerl auf die Karte gesetzt hätte. Ein Skandal! Also ich hätte mal gesagt, ich hoffe, die 25 oder knapp 25% Kommunisten, Stalinisten, Neo-Maoisten und Anhänger Pol Pots sind nicht allzu schockiert. Ich danke fürs Zuhören und gebe das Mikro zurück an den Valentinos. So, und an alle herumstehenden und herumsitzenden, während jetzt Kriege vonstatten gehen, Menschen sterben, in Bombenhagel, Maschinengewehre
Und es spielt gar keine Rolle, Russland oder Ukraine. Wir wissen, dieser Krieg hätte nicht sein müssen. Einfach nur reden, aber es sind andere Interessen dahinter. Und darum hat dieser Krieg sein müssen. Und die Verlierer sind wir Menschen. Wir Menschen sind die Verlierer. Erinnert euch bitte, dass in diesem Moment Menschen sterben. So, und wer das nicht aushält, wer das nicht mag, dass wegen sowas Menschen sterben, die sind eingeladen, hier mitzugehen. Zeigt Aufrichtigkeit, zeigt Mut. Kommt zu uns und geht mit uns mit. Und hört auf, mit diesen Sanktionen mitzutun. Denn wenn ihr das tut, dann müsst ihr wissen, ihr seid mitverantwortlich für das, was da unten geschieht. Und für eure Führer, nur eines diesbezüglich noch. Da gab es diesen Hacker, diesen Wiener, diesen guten Freund von Ludwig. Wisst ihr, was er gesagt hat? Als man ihn gefragt hat, ob er sich entschuldigen soll wegen den Maßnahmen. Er hat gesagt, wieso soll ich mich entschuldigen? Die haben doch alle mitgemacht. Er übernimmt keine Verantwortung. Eure Führer sind feige, sind einfach nur feige. Sie übernehmen keine Verantwortung, sie werden es euch unterschieben. Jetzt ist die Zeit des Menschseins. Des Menschseins, des wahren Miteinanders. Und wer dafür ist, der schließt sich uns jetzt an und geht diese Runde mit in der Altstadt. So schaut's aus. Danke. Thank you.